So, hallo, wir machen weiter bei meinem täglichen Eisequant, den ich immer einmal am Tag aufnehmen muss. Nein. Letztes Mal haben wir Tainted Maddie freigeschaltet. Und heute probieren wir es mit Tainted Eve. Bei Eve muss man ein bisschen... Der ist ein bisschen speziell. Der hat den Effekt, dass wenn er nur ein rotes Herz übrig hat, dann wird er zu einem ziemlich starken Vieh. Und deswegen ist es bei Eve recht sinnvoll, zu versuchen, möglichst viele blaue Herzen und schwarze Herzen zu sammeln und nicht so auf HP abzugehen. Wobei man aber mit diesem Razorblade, was er hat, zusätzlich, damit kann man recht schnell seine roten Herzen auch wieder dezimieren, sodass dann auch dieser Effekt, man nennt es die Freudendame von Babylon, auftaucht. Ihr wisst, was ich meine. So. Okay. Oh mein Goodness. Ich will alles. Aber ich hole mir das blaue Herz wahrscheinlich. Ich warte noch kurz ab, was noch passiert in der Ebene. Aber ich schätze, es läuft auf das blaue Herz hinaus. Weil ich will ja das Razorblade eigentlich behalten. Ich will ja Pandoras Box gar nicht mitnehmen. Aber der Kompass wäre natürlich nice. Denn der Kompass würde mir doch sicherlich anzeigen, wenn es ein Planetarium gibt, ne? Hoffe ich jetzt mal. Ah, das natürlich mal... Oh mein Gott, das ist jetzt nicht... Oh mein Gott, das ist... Oh mein Gott. Wie komme ich denn hier raus? Ich glaube, da läuft man einfach schnell durch und lässt das Feuer in Ruhe. Ich glaube, so macht man das. Da wir sowieso in der ersten Ebene sind, ist es jetzt eigentlich Quatsch, das blaue Herz jetzt zu kaufen. Dann kaufe ich es nachher. Okay, ich probiere trotzdem, das Feuer loszuwerden. Ja, so geht das. So geht das. Yes. Ich mache erstmal das weg, weil wenn das weg ist, kann ich das andere ganz einfach wegmachen. Kann ich einfach rübergehen und easy. Easy Feuer wegmachen. So. Okay. Dann machen wir erstmal Kampf. So, ich demonstriere das einmal kurz. Wenn ich jetzt hier mein Blade einsetze, dann verliere ich nämlich meine Herzen. Und bin dafür aber sehr stark geworden. Sehr schön. So muss das, so ist das ein guter Anfang. Meine Herzen kriege ich jetzt ja auch wieder. Allerdings wäre es jetzt eben schlau, es nicht weiter aufzufüllen. So blöd es klingt, weil man sonst diese Form wieder verliert. Ja, ich muss jetzt lieber versuchen, das rote Herz auf 1 zu lassen und kein weiteres einzusammeln. Das ist besser. Als... Ah, shit, ich bin nicht in den Ding reingegangen. Ah, shit. Ei, blöd. Aber das ist eben besser als, ja. Okay, wir probieren mal den Geheimraum aus. Der wird vermutlich da sein. Treffer versenkt. Oh mein Gott, wir können den Kompass kaufen. Wir können den Kompass kaufen. Yes. Wir können einfach den Kompass kaufen. Gebt mir das. Sehr gut. Ich hoffe, dass ich dadurch sofort Planetarium sehe, wenn ich eins auf der Ebene habe. Ich hoffe, dass er mir das anzeigt. Ich bin mir nicht sicher. Aber wie gesagt, wir bleiben jetzt die Freudendame. Und, ja, das war's auf der Ebene. Ab jetzt 20% Chance Planetarium. Okay, ich sehe viel, aber ich sehe kein Planetarium.
Und ich schätze mal, es würde schon... Also es zeigt ja jedes Symbol an. Warum sollte es nicht das Planetarium anzeigen? Das wäre irgendwie... Oh mein Gott! Und das darf halt nicht passieren. Ich will ja eigentlich meine blauen Herzen behalten. Nicht nur jetzt... Ich meine, will ich sowieso wegen den ganzen Deals und so weiter. Aber vor allem eben auch, dass wir keine... nicht angewiesen sind, rote Herzen einzusammeln. Das ist das Ding. Ich will nicht angewiesen sein, rote Herzen einzusammeln. HP-Ups und so weiter würde ich trotzdem sammeln, weil ich kann ja mit dem Razorblade mich wieder runter auf ein rotes Herz bringen. Das ist das Ding, ne? Ich kann mit dem Razorblade ja wieder runter auf ein rotes Herz. Also ich meine, so spielt man Eve. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, so spielt man Eve. Dass man wirklich schaut... Uah! Dass man wirklich schaut, dass da entsprechend die... roten Herzen bei 1 bleiben. Ich sehe schon was, ich sehe schon was. Ich hoffe, ihr auch. Okay, wir sprengen hier. Okay. Draw 3 Karten. Okay, die würde ich mitnehmen. Die will ich eigentlich dann gar nicht, die Tour of Hearts. Ich meine, da kann man natürlich auch damit erstmal Damage farmen, ne? Das ist natürlich auch möglich. Okay, der World brauchen wir auf gar keinen Fall. Ja, die Tour of Hearts würde ich dann in den Bossraum legen für den Rückweg später und die Tour of Spades würde ich mitnehmen. Deswegen nehme ich jetzt erstmal die Tour of Hearts mit. Nein, Mann, Dummkopf. Ah ja, und Eve hat natürlich auch noch den Vogel, der Revenge spürt, ne, der sich auf die Gegner stürzt, wenn man getroffen wurde einmal. Aber schon wieder dumm, wie viele blaue Herzen ich schon wieder verloren habe. Schon wieder dumm. Das ist schon wieder nicht gut. Keine gute Voraussetzung, um hier voranzukommen. Ich muss die wirklich schauen, dass ich die behalte. So. Geheimraum, viel zu viele Möglichkeiten und ich habe eh keine Bombe. Abflug! Ich wollte gerade sagen, wir können ja einfach jetzt nicht kämpfen, aber dann kriegen wir ja definitiv die Flöte. Und ich will ja gar kein anderes Space-Item. Ich will ja das Razorblade behalten, damit ich mich jederzeit eben in die Freudendame verwandeln kann. Aber nur, solange ich genug Herzen habe. Sonst funktioniert das natürlich nicht. Das ist ganz klar. Hilfe! Geh weg! Tschüss! Ich hätte um ein Haar die Herzen eingesammelt. Aber es wäre jetzt nicht schlimm gewesen, die Herzen einzusammeln. Weil ich kann ja, wie gesagt, dann wieder Dings machen. Okay. Trinket. Ne, Trinket lassen wir gleich liegen. Zusammen mit der Karte. So, dann haben wir hier auf Keller 2 haben wir dann den Dings rumliegen. Und die Tour of Spades nehmen wir natürlich mit. Gut. Mehr gibt's hier nicht für uns zu tun. Außer diesen Haufen hier noch kaputt zu machen. Da ist mein Planetarium. Oh, es hat schon funktioniert. Und es wird auf der Karte angezeigt. Okay, ja gut. Ist jetzt das Ding, ich bin ja sowieso grenzend angrenzend, also es würde so oder so angezeigt werden. Insofern, ja. Okay, was haben wir denn da Hübsches? Ach, der Double Tap Dash. Mensch, den hatten wir ja noch nie. Okay. Na, dann nehmen wir den halt wieder mit. Gut, aber ab jetzt kann ich schon Itemräume nehmen, ne? Ab jetzt kann ich ganz normal Itemräume nehmen. Ab jetzt erhöht sich die Chance auf das Planetarium nicht mehr. Kann ich ganz normal machen. Hier, nicht mal die gemacht. Also man kann mit dem Dash eigentlich wirklich nur Gegner angreifen. Das war böse riskant, was ich da getan habe. Oh mein Gott. Mamma mia. Also wirklich.
Aber dadurch, dass wir die Freudendame sind, ist wahrscheinlich der Damage noch krasser, wenn wir das jetzt hier alles machen. Nee, Mann, oh Mann, du blöde Nuss. Das war kacke. Die blöden Bomben, ey. Das war Mist. Aber was willst du tun? Sehr schön. Ja, das nützt mir nichts. Das ist nicht so gut. Größer werden ist nicht so gut. Wobei, habe ich dann einen größeren Effekt beim Dash? Ich weiß es nicht. So, wir warten mal mit der Tour of Spades. Ich gehe erstmal noch weiter. Und wenn ich keine weiteren Schlüssel in der Ebene bekomme, dann gehen wir. Dann kann ich die Tour of Spades auch einsetzen. Ja, komm, wir können ja hier gratis die Bombe setzen, fällt mir gerade auf. Es hätte ja sein können, dass es noch Pillen gibt. Gibt es noch einen Pin oder ist das nur der einzige Gegner? Nee, du warst der einzige Gegner. Oh, interessanter Raum mit ganz viel Kram. Komme ich an das blaue Herz ran? Natürlich nicht. Ich könnte kotzen. Aber an den Schlüssel komme ich ran. Das werden wir auf jeden Fall machen, weil wir dann ja durch die Verdopplung schon mehr Schlüssel kriegen als das. Ich komme nicht mehr an den Schlüssel ran. Ich hasse alles. Come on, dudes. Ihr seid so gemein. Einfach den Stein weggesprengt, der Drecksack. Oha. Noch so ein Ding. Kettenreaktion, jetzt! 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 Ach, dann halt nicht, Mann. Oh boy, oh boy. Yes! Schöne Kettenreaktion. Viel mehr kann man da auch nicht verlangen. Nice. So. Okay. Pille. Pille-Palle. Na gut. Bossraum. Gefunden. Schlüssel. Das war das Ziel. Na, jetzt kriege ich nämlich statt 6, kriege ich jetzt 8, wenn ich es verdopple. Sehr gut, Ziel erfüllt. Jetzt können wir den Itemraum betreten. Ah ne, das ist ja noch ein Raum sogar. Oh, da hinten ist der Shop und da ist ein Trinket. Das werden wir auch dann gleich mitnehmen. Wobei, das würde ich, glaube ich, sogar ein bisschen... Hoppala! Ich finde es ein bisschen ungünstig, dass es manchmal passiert, ohne dass man es will. Muss ich ja gestehen. Da bin ich noch so ein bisschen... Ne? Da bin ich noch so ein bisschen... Aber gut, so. Two of Spades. Und rein da. Na, das ist jetzt halt Quatsch. Das ist leider Quatsch. Wir brauchen den hier weiter. So. Also ich bin ja unverwundbar in dem Moment, wo ich das mache. Kann ich so in die Stachelräume rein? Yo, man kommt umsonst in die Stachelräume. Okay, wir haben noch einen Nutzen vom Dash gefunden. Wir haben einen weiteren Nutzen vom Dash gefunden. Wirkt sich das auf mein Dings? Nee, das wirkt sich nicht wirklich aus. Das ist Müll. Müll. Okay, jetzt muss ich die trotzdem in Ruhe besiegen. Muss ich in Ruhe besiegen, dass ich hier wieder passend rauskomme. Nice.
Okay, mit dem Dash kann man umsonst in jeden... in jeden Raum rein. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt kann ich Strange auch wieder mitnehmen. Wir könnten noch... Ja, komm. So viel Zeit muss sein. Sorry. Hier wäre möglich. Hier wäre möglich. Und da ist der Shop. Da ist dann auf jeden Fall auch möglich. Versuch 1. Treffer versenkt. Na gut. Na gut. Es war ein Versuch. Wir haben dadurch zumindest noch ein bisschen die Engelchance erhöht. Jetzt darf ich nicht getroffen werden. Dann läuft die Geschichte. Drückt mir die Däumchen. Danke. Für euren Support. So viele Möglichkeiten für den zweiten Geheimraum. Das möchte ich nicht. Das möchte ich wirklich nicht. Zu viele Möglichkeiten. Viel zu viele. Oh nee, ich mag dich auch. Oh, okay. Wir gehen gleich mal da hoch. Ich hasse dich. Du bist so ein Kritik. Oh mein Gott, der hat mich erlebt. Ich hab's nicht aufgepasst. Ich hab nicht aufgepasst. Scheiße. Scheiße. Ach, wisst ihr was, Leute, dann soll es heute nicht sein. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Okay, vielleicht war ich gerade ein bisschen salty, nachdem der Run so schön gestartet hat mit so, wir konnten Kompass kaufen und so weiter und dann... Spiel? Ey, das hast du schon lange nicht mehr gemacht. Das ist frech. Wenn ich dich schon nochmal starte, liebes Spiel, dann mach nicht diesen Absturz-Move wieder. Das ist frech. Das ist frech. Das wollen wir nicht. So. Bild wieder da, Bild wieder da. Vielleicht war ich gerade ein bisschen salty, nachdem wir diesen, eigentlich recht gut startenden Run so gegen die Wand gefahren haben. Was heißt wir? Ich habe ihn gegen die Wand gefahren. Ne? Aber, hey, ich hänge noch einen Run hinten dran. Mit 60 Minuten will ich euch dann doch nicht abspeisen. Das ist irgendwie albern. Das ist irgendwie albern. So. Cooler Haufen. Könnte ich schon wieder resetten eigentlich. Aber wir machen es mal vom ersten Boss-Item abhängig. Und was wir sonst so bekommen. Okay, der Trinket-Melt-Topf, den will ich eigentlich nicht kaufen. Also das ist auch nicht wirklich attraktiv. Okay, dann nutze ich ganz kurz... dann nutze ich ganz kurz einmal... die Situation für Forschung. Bleibt das Damage, was ich durch das Razorblade mir hole? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, das ist temporär. Was allerdings nicht temporär ist, ist natürlich der Effekt hier. Also wir haben jetzt 4,58 bekommen. Ich müsste jetzt wieder Damage verlieren, wenn ich hier reingehe. Ja, okay, die 1,35, die ich dazu bekommen habe, gehen wieder weg. Gut. Wollte ich nur kurz gewusst haben. Wollte ich nur kurz gecheckt haben. So. Kugeln überhaupt nicht. Und er macht immer wieder welche. Ah, Bomben kannst du machen. Lass einfach die scheiß Kugeln, wo sie sind. Lass die Kugeln... Keine Kugel mehr.
So, und wir wollen das Herz nicht sammeln. Ganz wichtig. Wir wollen das Herz nicht sammeln. Wir wollen auf... Wobei, ich kann es eigentlich sammeln und dann ja trotzdem wieder den Damage in irgendeinem Raum bekommen. Ich werde ja sofort wieder zu Dings, ne? Wenn ich zurückgehe. Also, warum eigentlich nicht? Why eigentlich... Oh, nee! Scheiß Curse of Darkness und das auch noch auf Normal. Hast du dir denn dabei gedacht, Spiel? Nix hast du dir dabei gedacht, Spiel. Gar nix. Was ist das denn? Ey, come on. Kein komischer Stein, okay. Das war knapp. Hier ist auch kein Stein, okay. Also kein, wisst ihr schon, Stein. Ja. Mein Freund. Okay, interessant. Dann werden wir zumindest mal dem Shop einen Shop abstatten. Aber natürlich nicht in den Itemraum reinrennen, ganz wichtig. Nur weil ich einen Schlüssel habe, renne ich jetzt nicht in den Itemraum rein. Pille-Palle. Ach, es geht wieder genauso weiter wie bisher. Es ist doch fantastisch. Es ist doch fantastisch. Man muss es einfach lieben. Okay. Okay. Ich sehe, ich fühle diesen Raum. Okay. Alles hier, was das Herz begehrt. Sogar noch eine Böhm. Gut, dass wir den Dings haben. Okay, können wir da jetzt vorbeilaufen, ohne den aufzumachen? Gut, ich hatte ein bisschen Bedenken. Schließlich wollen wir das ja gar nicht. Okay. Das blaue Herz ist auf jeden Fall sowas von gekauft. Wir müssen ja gucken, dass wir uns schön schützen. Dass wir die Freudendame bleiben können, wenn wir sie geworden sind wieder. Jo, das war knapp. Hier sind so viele Steine. Da muss ich explizit gucken. Aber tatsächlich nix für uns. Nichts, was man nutzen könnte. Okay, drei Bomben. Bedeutet allerdings auch... die Möglichkeit besteht. Treffer versenkt. Ja, ich denke, das kann man so anbieten. Gut, dann... dann gehen wir zum Boss. Ja gut, zwei Bomben. Na gut, wir probieren's. Eins. Zwei. Ach, es ist zum Kotzen.
Wenn jetzt hier irgendwo ein blauer Stein dabei ist, ne? Dann flippe ich aus. Ist aber keiner Glück gehabt. Wäre gar nicht mal so unselten der Fall. Okay, alles klar, ich habe verstanden. Wir gehen hier kein Risiko. Gar kein Risiko. So, sehr schön. Will ich das Herz jetzt sammeln? Eigentlich haben wir genug und so kann ich es eh schützen. Also ich will es eigentlich... Nee, wir lassen es liegen. Alleine schon für den Rückweg. Vielleicht ist es ja nachher hilfreich. Sollten wir den Rückweg schaffen. Na, vielleicht ist es ja hilfreich. Man weiß es nicht. So, ab jetzt 40% Chance für Kolosseum. Scheiße. Gleich mal getroffen werden. Gar kein Bock. Und nee, jetzt habe ich Bomben von verschwendet. Jetzt komme ich da nicht ran an den Müll. Das ist doch schon wieder Kacke. Da ist der Itemraum. Der juckt nicht. Da ist ein Minipin. Der juckt schon. Da ist die Bombe. Die wir hier brauchen. Da gibt es die Bombe zurück. Nein, will ich nicht. Lass mal erstmal alles schön liegen. Das ist Bombs Archivviech, ne? Das sammle ich nicht ein. Mittlerweile habe ich es gelernt. Nope. Wobei. Okay, wir machen kurz Folgendes. Wir sammeln einmal das Herz hier ein. Ja, genau, weil dann kann ich nämlich nochmal mich verwandeln. Ach nee, ich habe mich nicht neu verwandelt. Ich habe aber... ja, klar, ich kann ja in der Ebene selbst kann ich es dann nochmal einsammeln. War Quatsch, was ich gemacht habe. Quatsch war es nicht. Ich hab Damage dadurch. Ich habe mir dadurch ein bisschen mehr Damage gegeben für den Raum. Es war zwar anders gedacht, aber es passt. Hauptsache, ich laufe nicht raus und bin wieder zurückverwandelt. Das wäre dann dumm. Dann habe ich es falsch schon gemacht. Aber so müsste es passen. Ja. Two of Clubs. Nehmen wir mal mit. Setzen wir ein bei Gelegenheit. Wo es sich halt ergibt. Was ist das denn hier für ein Quatsch? Oh, wir könnten uns wahrscheinlich, wenn wir noch eine Bombe mehr hätten, in den Stachelraum sprengen. Aber da warten wir erstmal ab, was wir noch an Bomben bekommen in der Ebene. Vielleicht kommt ja sogar... Oh nein! Ich wollte gerade sagen, vielleicht kommt da sogar eine goldene Bombe. Ah, kritisch. Hasse diese Dinger. Konnte ich fast nicht ausweichen. Bombe. Jetzt hätten wir schon 4. Vielleicht kriegen wir noch eine Bombe hier gekauft. No, PhD. Okay, Entschuldigung. Wir sparen mal auf PhD. Vorsichtig. Ja gut, gehen wir doch mal in die Mitte rein. So. Wir sparen mal auf PhD. Wir gehen noch in den letzten Raum. Vielleicht kriegen wir da noch eine Bombe mehr. Der Raum dürfte jetzt zumindest nicht allzu große Probleme machen. Okay,
keine Bombe mehr. Dann haben wir jetzt halt 4 Bomben durch die Tour of Clubs. Mehr kriege ich nicht zusammen. Bisschen ärgerlich, aber was soll's. Damage up. Nice. Und wie gesagt, die Vermutung besteht. Das ist halt das Problem. Es ist nur eine Vermutung. Die anderen Räume, ja, sind leider auch möglich. Wir probieren es einmal hier. Schade. Dann hier. Ach, komm schon. Hier ist auch nach oben möglich. Ja, hier. Es ist die Kacke. Es ist leider... Okay, da... Nee, da ist es auch möglich. Scheiße. Allerdings, hier haben wir es so ein bisschen ausgeschlossen. Wir haben hier gesprengt. Das müsste ich eigentlich mitsprengen. Dann muss es eigentlich hier sein. Gib mir Geld. Ja, wir kriegen PhD. Wir kriegen PhD. Nice. HP up, auch nice. Sehr gut. Dann füllen wir es erstmal auf. Jetzt werde ich wieder sagen, bist du blöd? Nee, bin ich nicht, denn dann kann ich ja mehr Damage beim Boss machen. Chillt. Zack. Und dann kann ich zweimal drücken, werde trotzdem wieder zur Freudendame und mache aber einfach mehr Damage. So ist der Plan. Und man verliert die Herzen ja nicht, so man opfert ja nur praktisch das rote Herz. Ich muss trotzdem aufpassen, dass ich halt nicht getroffen werde, ne? Da muss ich schon jetzt... Die Häufchen in der Mitte sind ein bisschen kritisch. Muss man an der Stelle mal leider sagen. Der macht immer mehr von dem Müll. Will das nicht. Aufhören, Müll zu machen. Nein! Okay, er ist weg und wir haben es geschafft. Tour of Diamonds würde ich mitnehmen. The Fool. Justice setzen wir direkt ein. Eine Karte liegt da noch rum. Magician. Also wie gesagt, Tour of Diamonds würde ich mitnehmen. Ich weiß, ich habe gesagt, ich will das Trinket nicht nehmen, aber the point is, ach so, ich dachte, der verwandelt in dem Moment, wo ich das einsammle, verwandelt der die Bombs in einen Key. Ach, macht er gar nicht. Ist es dann so ein Ding, dass wenn ich eine Bombe einsammle, kriege ich auch einen Schlüssel? Wait, ich muss das mal lesen. Ich glaube, ich habe das Trinket bisher immer falsch verstanden. Wait. Habe ich das komplett falsch verstanden? Bin ich dumm? Wo bist du? Wo bist du? Ach, Explosions can open locked doors. Ah! Ich kann, anstatt einen Schlüssel zu verwenden, eine Bombe verwenden. Das macht das Trinket. Ah,
habe ich komplett... Okay, ich dachte, das ist so, du sammelst das ein und in dem Moment werden deine Schlüssel zu Münzen. Ich habe da noch nie genau drauf geachtet, ob das wirklich passiert. Das war immer meine Vermutung. Ja, moin. Ja, dann ist ja ein kompletter Blödsinn. Was ich mir da gedacht habe. Ja, komm, wegen dem halben blauen Herz können wir trotzdem jetzt den Stachelraum betreten. Vielleicht ist es am Ende... Oh mein Gott! Nützlich. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Man weiß es zwar vorher nicht, aber alles richtig gemacht. So, was liegt hier noch rum? Ach, Emperor. Kannst du behalten. So. Gut. Gut, 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 gut. Wie gesagt, Two of Diamonds ist zu mitnehmen. Nicht hier essen. Schade. Und ansonsten Abflug. Jo. So, 67,5% Chance. Ich überlege jetzt schon, ob ich jetzt direkt... Ich meine, schlauer wäre es hier mit mehr Damage rumzulaufen, ne? Schlauer wäre es mit mehr Damage hier rumzulaufen. Dass wir hier gleich Dings werden. So. Weil dann ist es natürlich auch leichter, die Räume zu clearen. Ich denke schon, dass das klug ist, so zu spielen. Ich weiß es nicht sicher. Ich spiel zu selten mit Eve, aber ich meine, so spielt man Eve. Wow, da wäre ich wieder fast reingerannt. Wie doof, wie ich immer bin. Aber ich meine, ne, so mache ich die Vieh ja auch schneller kaputt. Das kann doch eigentlich nur von Vorteil sein. Itemraum, nichts für uns. Aber vielleicht schaffe ich es, eins von den Dingern an der Kiste explodieren zu lassen. Das war doch schon mal gut. Sehr perfekt. Das war ja perfekt. So. Sehr schön. Sehr schön. Und durch die Two of Diamonds wird der Shop jetzt auf jeden Fall attraktiver. Mein Gott. Die machen alle so ekligen Kram, ne? Ja. Kannst du gleich lassen, die Scheiße. Spaß dir gleich. Spaß dir. Geh weg. Gut, dass wir drüber geredet haben. So. Dahin. Wie ist meine Range? Bin ich... Also komme ich... Muss ich... Ich fürchte, ich muss an die ran. Aber die... Okay, die... Nein, die haut's weg. Die haut's weg. Sehr gut. Sehr gut, die haut's einfach weg. Und jetzt haut's mich wahrscheinlich weg. Schnell, da oben, da oben, da oben. Yes. Perfekt. Shop. Ich würde trotzdem die Ebene noch kurz ablaufen für anderes Geld, ne? Dass wir mehr Münzen vielleicht noch bekommen. Bevor ich jetzt die Two of Diamonds einsetze bei 12 Münzen. Ah, scheiße. Das war wieder dumm. Und die Herzen sammeln wir dann, bevor wir zum Boss gehen. Nicht treffen lassen, nicht treffen lassen. Lass dich nicht treffen. Mann. Ach, dass das immer so... Ja. Oh nein. Nicht auch noch so ein Ding. Hier ist der... Oha. Ja, hier kriege ich jetzt auf jeden Fall noch mal ein paar Münzen. Mindestens ein oder zwei. Es scheint bei einer zu bleiben. Ja gut, ne? Ich hab kein Glück mit dem Scheiß. Kommt's direkt mit? Bevor hier irgendwas schief geht. Wir können erstmal gucken, ob es überhaupt den Shop wert ist, Two of Diamonds einzusetzen.
nehme den Key und gehe wieder raus. Wir setzen wann anders Tour of Diamonds ein. Es ist noch nicht lukrativ genug gewesen. Da kriegen wir noch mehr Münzen zusammen in der Zwischenzeit. Davon bin ich überzeugt. Okay, kein Planetarium. Also bisher auch noch kein Itemraum. That's the deal. No Planetarium, no Item Room. That's the deal. So. Hier wäre es möglich. Hier wäre es nicht möglich. Ist der schon mal ausgeschlossen? Sehr gut. Gut, das nächste ist sowieso der Boss. Das heißt, ich kann auch erstmal wieder meine Herzen sammeln. Hier wäre es möglich. Hier wäre es nicht möglich. Es kristallisiert sich auf einen Bereich. Hier ist auch nicht möglich. Ah, es gibt immer noch einen Bereich. Ja, dann ist es hier. Oh, dann können wir ja sogar... Der ist zu, ne? Ja, dann können wir in den... Ach nee, der bleibt dann auch zu, oder? Ich glaube, der bleibt dann zu. Aber hab ich schon mal irgendwann probiert und es ging komplett schief. So, die Glubschaugen müssten eigentlich mehr... Müssten Münzen droppen. Ja, zumindest einer. Sehr schön. Sehr schön. Sehr vernünftig von dir, dass du so kooperativ bist. Wie gesagt, die Tour of Diamonds behalten wir noch. Da muss man jetzt nicht... Müssen wir jetzt nichts überstürzen. Wobei ich meine Pretty... Oh, jetzt kann ich die Pretty Flies wieder versuchen. Aber nee, das ist mir zu bald. Ist mir zu bald für Spielen. Ist mir zu bald für Spielerei. Wir gehen Bossy Bossy machen. Eins, zwei! Ich werde reingerannt. Der rennt in mich rein. Oh, zum Glück hatte ich kurze Zeit... Dings... Hatte ich kurze Zeit, Welpenschutz, sozusagen. Jo! Nice! Engelraum, komm schon! 72,5%, kein Engelraum. Wahrscheinlich! Okay, ich muss kurz ein halbes Herz sammeln, weil wenn ich jetzt nochmal Dings mache, habe ich ein halbes Herz nur noch. Das ist blöd, ich will das schon mit einem ganzen Herz immer übrig haben. Das ist nicht so günstig. Da ist nicht so günstig, aber wir liegen hier, wir haben hier zum Glück noch ein halbes Herz. Dazu. Ja gut, dann verwandeln wir uns halt nicht sofort in der nächsten Ebene. Dann warten wir erstmal kurz ab. Bis ich ein halbes Herz finde, ist halt auch wieder blöd. Nein, dann gehen wir halt auf ein halbes Herz runter. Es ist ja egal. Es ist ja wirklich egal, weil an sich... Betrifft es ja meine blauen Herzen. Die dürfen ja nicht runtergehen. Okay. Let's see where this leads us. So. Jetzt haben wir 100% Chance auf Angel. 80% Chance auf Planetarium. Drückt mir die Däumchen. Und es wäre, wie gesagt, wirklich gut, wenn wir ein halbes rotes Herz finden würden. Dann könnte ich hier wieder zur Freudendame mutieren. Oha. Okay, Schlüssel nehme ich auch erstmal. Ist gar kein Problem. Den Raum lassen wir erstmal. Da möchte ich lieber nur einmal durchgehen, wenn es nach Möglichkeit möglich ist. Was? Okay. Nur er? Wenn nur er ist, kein Problem. Gut. Oh, ich sehe da was. Oh, nicey, nicey, nicey. Zack. Sehr schön. Chop. Scheiße. Sag mal, chillt mal! What the heck? Bei euch denn los?
Auch hier bin ich ganz ehrlich, ist jetzt nichts, wo ich sage, ich würde dafür richtig viel Geld ausgeben. Deswegen kein Tour of Diamonds und wir gehen einfach an den Sack ran. Und holen uns hoffentlich den Schlüssel, ohne das Ding einzusammeln. Scheiß Bombe. So, danke. Okay. Soweit, so gut. Soweit, so gut. Soweit passt das. Ja, da ist es, denke ich, schon sinnvoll, die eine Bombe und den Dings zu opfern. Wir wissen zwar nicht, wie viel Geld rauskommt, aber allein durch die Tour of Diamonds kann es ja nur gut sein. Und es könnte ja auch ein Counterfeit sein. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was es ist. Es ist der Counterfeit Penny. Nice. Sehr schön. Habe ich schon ein... Oh, Leute, 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 Leute. Habe ich schon ein Trinket abgelegt? War das in dem One, wo ich... Ja, ja, es war in dem One, wo ich dieses Lock abgelegt habe, ne? Dieses Schloss-Item, wie ich... Es war, glaube ich, in dem One. Ja, 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 ja. Wir haben in Keller... Nee. Doch, das war, wo ich gerade jetzt noch... Wo ich gerade noch gesagt habe, ich habe nicht... habe vergessen, was dieses Bombs-Archie-Ding macht. Ja, ja, doch, das war hier in dem One. Passt schon. Habe ich abgelegt, alles gut. Lasst mich scheiße labern, alles gut. Jo, du Hund! Aber so habe ich jetzt meine Verwandlung. Trotzdem schon wieder Kacke. Jetzt nur noch mit einem blauen Herz hier. Weil das darf ich jetzt nicht verlieren. Was ist hier los? Welche Gegner kommen hier? Aha. Kommt nur ihr? Dann komme ich klar. Dann komme ich hier sehr gut klar sogar. Okay, kommt ein größerer mit. Ja, schön. Nicht treffen lassen von denen. Die würden auch wieder ein ganzes Herzschaden machen, glaube ich sogar. Nice. In Kombination mit Counterfeit natürlich nochmal doppelt so nice. Okay. Oder Counterfeit. Oder Fight. Oder keine Ahnung, wie man das Ding ausspricht. Oh, das wird jetzt allerdings unangenehm. Ja, genau deswegen, weil es so alles so eng ist. Und eng ist nicht gut. Geh weg. Gut, der Vogel klärt eigentlich jetzt auch den Rest. Ah, ja, 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 ja. Okay, der Raum sollte passen. Aber ich sehe hier ein bisschen meinen Angel-Deal liegen. Aber der hat 100%. Ich will den nicht versauen. Gib mir meinen Angel Deal. Da ist der Boss. Jetzt ist die goldene Frage. Gehen wir direkt zum Boss oder gucken wir uns noch um und hoffen, dass wir noch mehr bessere Voraussetzungen schaffen. Das ist die goldene Frage. Also hier könnte natürlich ein Geheimraum sein. Schade. Dann könnt ihr aber auch hier sein. Jo, wir gehen direkt zum Boss, habe ich gehört. Alles klar. Das muss doch jetzt... Also, ich werde... Nein, 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 nein. Ich beschwöre hier gar nichts herauf. Ich wollte gerade noch sagen, das muss doch funktionieren, ohne oft getroffen zu werden. Aber ich beschwöre hier gar nichts herauf. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Oh, Trinity Shield. Come to me. So, sollen wir Schlüssel-Dude machen? Schon, oder?
Würde ich schon mitnehmen, den Kollegen. Kann das Schild auch Laser abwehren? Wahrscheinlich nicht. Finden wir lieber nicht raus. Das finden wir lieber nicht raus, ne? Sind wir mal vernünftig. Okay, gut. Okay, aber wir sind in der Ebene noch nicht fertig. Wir müssen uns auf jeden Fall alles angucken. Schon alleine wegen Möglichkeit, dass das Planetarium noch irgendwo auftauchen kann. Wir haben es ja noch nicht ausgeschlossen, ne? Ganz wichtig. Wir haben es ja noch nicht ausgeschlossen. Da unten sind wir ja, haben wir ja gesagt, gehen wir noch nicht hin. Jetzt gehe ich hier runter. Ah, shit, ich habe nicht gedacht, dass da, dass ich da... Ich dachte, das reicht aus. Aber es hat nicht ausgereicht. Offenbar. Ah, okay. Nochmal so ein Kampf. Kannst du mal hier oben hinwerfen? Ach nee, hier kann eh nichts sein, ne? Okay, eine Karte gibt er mir. Hör mit, wir sind im Shop gewesen, ne? Hm. Ja, dann ist nutzlos. Vorsichtig. Uiuiuiui, immer kritisch. Okay, kein Dings. Gehe ich mit meinen drei blauen Herzen noch in den Stachelraum? Bin schon stark dafür, muss ich gestehen. Muss gestehen, ich bin schon stark dafür. Ja, komm. Zum Glück haben wir eine Bombe noch dabei. Oh, das wäre es jetzt wieder gewesen. Sehr gut. Wir haben jetzt schon Gewinn gemacht. Wir haben jetzt schon Gewinn gemacht. Das ist nicht gut. Geh weg. Das ist auch nicht so. Okay, wir haben zumindest bombentechnisch Gewinn gemacht. Das blaue Herz haben wir leider geopfert. Naja. Ja, kann man jetzt sehen, wie man möchte. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. Vielleicht nicht so viel gewinnen. Okay. Nächste Ebene. 100% Chance. Auf... Wo laufe ich denn hin? 100% Chance auf Planetarium, wenn es die Map zulässt. Und... Irgendwas Chance auf Angel. Und ich muss eine Bombe behalten wegen The Fool. Ganz wichtig. Ich hasse alle. Okay, es ist so ein Ding. Okay. Dann wissen wir schon mal. Wenn jetzt ein Bettler gewesen wäre, dann hätte ich es noch mehr gehasst. Okay. Was ist denn hier los? Oh, nee! Da gehe ich aber gleich in die Freudendame rein. Das ist ja mal überhaupt nicht nett. Ihr könnt mich mal... Holy shit, könnt ihr mich mal kreuzweise. Junge, 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 Junge. Ist jetzt der Dings offen? Ah, mit dem halben Herz wäre der wahrscheinlich offen gewesen, ne? Oder mit vollen Herzen, weiß ich jetzt gerade nicht. Ist egal. Aha. Nein, ey, komm, ich habe ein scheiß Schild und lass mich treffen, wie dumm. Der verlangsamt mich, ist aber ein HP ab, nehme ich mit. Wie gesagt, ich nehme die HPs ab. Hat mich ein bisschen verlangsamt. Ich nehme die HPs ab natürlich schon, HP-Ups natürlich schon mit, weil ich sie halt dann nutzen kann für Damage Boost. That's the goal. Das war super dämlich. Holy shit, war das dämlich. Ja, ich wollte ihn eigentlich so springen, dass ich an mehr Geld rankomme, aber dann halt nicht. Oh, war das dumm. Jetzt sollte ich die Herzen lieber behalten. Jetzt ist es ein bisschen kritisch.
Deswegen, ich habe nur noch das halbe Blaue, wenn ich das auf ein Herz runterdrücke. Muss jetzt nicht sein, ne? Bin ich jetzt mal ganz ehrlich, muss jetzt nicht sein. Planetarium, ich sehe es jetzt erst. Moin, Planetarium. Was hast du Hübsches für mich? Kenne ich noch nicht. Wing of Tear. Sind die konstant um mich rum? Sind die einfach konstant um mich rum oder gehen die mit einer Zeit auch... Ach so, okay. Also ja gut, die werden wahrscheinlich... Also resetten? Ja, wir werden es ja sehen. Was frage ich eigentlich Zeug rum, ne? So, das heißt aber, ab jetzt können wir auch die Itemräume besuchen. Das ist doch schon mal sehr praktisch. Wir können eigentlich auch hier eine Bombe setzen. In der Hoffnung, ja, schade, dass da was Cooles bei rumkommt. Kam leider nämlich nichts Cooles bei rum. Ah, der macht kein... Ja, cool. Das war jetzt nicht so gut. Aber ja, okay, die kommen wieder. Nee, kommen sie nicht. Das ist ja ganz weg. Okay, ich lese jetzt mal nach. Wir haben Ring of Tears gesehen. Ich lese mal nach, ob der irgendwas Spezielles kann. Nur zur Sicherheit. So, das war also Saturn. Okay, ergibt Sinn, dass Saturn Ringe sind. 7 Orbital Tears upon entering a new room. Has a chance to absorb enemy tears. Ah, okay, und dann kommen die dazu. Okay, wenn die Gegner draufschießen, könnten die selber in den Ring gehen. Ich verstehe. Okay. Also ist ein nettes Gadget. Ist jetzt aber sicherlich nicht das beste Planetarium-Item. So, aber ich muss mit ihm, muss ich auf jeden Fall das hier weiter mitnehmen. Ganz klar. Und ich brauche eine Bombe noch wegen The Fool, ne? Wisst ihr Bescheid. Ja, da können wir jetzt noch nicht hingehen. Da können wir jetzt auf keinen Fall hingehen. Ja, das ist ganz wichtig. Ah, guck mal, jetzt hat er sich nämlich in den Ring. Das ist wie, es soll eben wie der Saturnring sein. Ich finde, okay, lustig. Ach, da ist es schon. Lustig ist es schon. Lustig ist es schon. Kann man nichts sagen. Okay. Wollen wir gleich zu ihr gehen? Ich würde gerne noch... Ja... Zumindest den Shop sehen. Und die Arcade spielen. Und sobald ich Rotheitsschaden nehme, gehe ich sowieso zu ihr. Aber das will ich ja eben eigentlich noch gerade ver... Yo! Okay, wir müssen uns das Trinket hier merken. Jetzt nehmen wir noch den Counterfeit... Wobei, wir holen den Counterfeit-Penny, wenn es Geld gibt irgendwo. Ansonsten machen wir es jetzt so. Oh nein! Boah! Wann kommt der? Was ist das? Ey, wie soll man das verhindern? Also, Real Talk, wie soll man den Hit verhindern? Ah, Mist. Mist, ey. Ah. Ist halt so jetzt. Ist halt so. Aber ärgerlich. Richtig ärgerlich. Okay, wir haben genug Schlüssel für alles. Rein da. Hanged Man. Befohlen, na gut. Ich gucke das jetzt kurz nach, bevor ich das kaufe. Ich gebe jetzt kein Geld aus für Blödsinn. Ich weiß, dass ich Dings noch habe. Ich würde vorher runtergehen. Ach, Battery Pack. When picked up this item fully recharges your current... Nee, Blödsinn. Nützt mir überhaupt nichts.
Nützt mir überhaupt nichts. Vor allem für 15 Münzen einfach eine Aufladung und ein paar Batterien droppen. Ich meine, gut, ist günstiger als hier Batterie für 5 kaufen, ne? Aber, nee. Ist in dem Fall komplett useless. Dann gehen wir jetzt aber mit ihm hier ordentlich spielen. Aber vorher gehen wir natürlich einmal hier rein. Jetzt kann ich auch den Stachelraum betreten. Wir haben eh rot Schaden. Jetzt ist auch wurscht. Useless. Ich bin so dumm. Da setze ich einfach nicht die Töne. Aber ich habe es rechtzeitig gemerkt. Es sollten genug Münzen sein zum Spielen. Cool. Ah, nice, wir sind wieder kleiner, sehr gut. Auch sehr nice. Sehr schön. Die erste Pretty Fly ist da. Die zweite Pretty Fly ist da. Eine noch. Come on. Perfekt. Mehr HP ab würde ich jetzt gar nicht wollen. Ich will eigentlich jetzt den Rest mit blauen Herzen füllen. Weil, wie gesagt, das Ding ist ja, ich würde gerne... Ja, wir haben eigentlich schon wieder zu viel HP ab für... Wir haben für Dings eigentlich schon zu viel HP ab, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Eigentlich ist das schon nicht so cool, was wir da machen. Weil so ist es jetzt nicht sonderlich sinnvoll und nicht sonderlich gut zu sagen, okay, ich gebe alle Herzen auf, um zur Freudendame zu werden. Und dafür kassiere ich dann aber halt, habe ich dann nur noch 5 blaue Herzen, mit denen ich getroffen werden kann. So, das ist nicht so gut. Das ist nicht so die beste Option, glaube ich. Na gut. Besser wäre es halt wirklich, man hätte volle blaue Herzen, also viel mehr blaue Herzen. Ah, die haben aber jetzt schon die Container da halt. Aber wir können, wenn wir jetzt, wenn wir Devil Deal bekommen, mal irgendwann. Ah, wir kriegen keinen Devil Deal mehr. Ja, never mind. Dann hätte ich gesagt, kann man die Herzen auch hergeben. Ja, wir müssen gucken. Ich bin noch etwas unschlüssig, was den Rückweg vor allem angeht. Bin ich noch etwas unschlüssig. Jetzt erstmal hier den Kollegen hier machen. Moin. Weil das Ding ist halt auch, wenn ich mich jetzt schon treffen lasse, dann habe ich ja die blauen Herzen gar nicht mehr. Also dann...
Ist gar nicht so einfach, sich da zu entscheiden, bin ich ganz ehrlich. Nee, ich hol mir ein bisschen Damage. Scheiße! Aber das ist das, was ich meine. Jetzt zur... Ach. Na, jetzt hat's... Ja, jetzt habe ich gar kein blaues Herz mehr. Ah, ist doch dumm. Das ist doch dumm. Das ist doch wirklich dumm. Shit. Ja, eigentlich darf man mit Dings nicht so viele rote Herzcontainer sammeln. Eigentlich darf man das wirklich nicht. Eigentlich müsste man mehr drauf schauen, dass man die blauen behalten kann oder so. Ne? Und sowas in die Richtung. Das ist viel effizienter. Weil man sonst halt den Effekt gar nicht so gut nutzen kann. Das ist das Problem. Das ist das Problem, meine Freunde. Na gut. So. El Question ist nun folgendes. Wir haben 6 Bomben. Wir haben zu viele Möglichkeiten. Die meisten lassen sich nicht ausschließen, ne? Ja, doch, die lässt sich... Okay, die zwei lassen sich schon mal komplett ausschließen. Das ist doch schon mal gut. Da war Planetarium und da, was war hier für ein Raum? Ah ja, okay, es wäre doch möglich. Ach, komm. Wo denn dann? Ha, dann weiß ich es nicht. Gut. Ich denke, geldtechnisch müssen wir uns nicht mehr so... Ich würde lieber jetzt auf Damage gehen bei den Dingern, bin ich ganz ehrlich, ne? Wir legen jetzt zur Sicher... Ne, ich bin sicher, dass ich... Ich meine, ich müsste einen Crack Key kriegen. Ich habe doch das eine Twinket liegen lassen. Ich würde trotzdem zur Sicherheit jetzt einmal den Penny hier... den Penny-Kollegen hier in den Itemraum hier verfrachten. Zur Sicherheit. Dass wir zumindest einen Quick Key schon mal mitnehmen. Und dann werden wir ja sehen, ob wir noch einen bekommen. Ich halte das für eine sinnvolle Idee. Okay, aber Energie, ich spiele noch eine Runde. Ach ja, dann ich bin wieder dumm, Mann. Es liegt. Okay, bis 15, dann ist Schluss. Na gut. Ich wollte sagen, ich bin dumm, weil ich dachte, wenn er jetzt Geld droppt, dann hätte ich mit dem Counterfeit Penny ja wieder das Geld gesammelt, aber so ist in Ordnung. So ist in Ordnung, so kann ich damit leben. Wir probieren jetzt noch, die Feuer hier zu sprengen. Und hoffen auf blaue Herzen.
Mann, dann nicht. Ich könnte schon wieder ausflippen, wenn ich sowas mache. Okay. Ja, interessanter Ring heute. Hat er sich... Ah, die Flammen haben sich alle in den Dings begeben. Das ist auch cool. Da ist der Stachelraum. Was seid ihr denn für Viecher? Löscht euch mal. Ah ja, das war super knapp. Aber wir haben nur 4 Schlüssel, merke ich gerade. Also wir müssen eigentlich noch ein paar Schlüssel sammeln, um die ganzen Itemräume noch abzuklappern, die noch kommen. Wollte ich nur mal kurz bemerkt haben. Da kommen wir überall nicht ran. Oh Gott. Scheiße. Was ist dieser Raum? Ich komme nicht weg. Eieieiei. Jetzt ist es schon gut, dass wir die Herzen haben, die roten, ne? Das ist halt auch wieder... Die kann man halt zumindest auffüllen. Es hat alles seine Vor- und alles seine Nachteile. Okay, Shop müssen wir auf jeden Fall noch besuchen. Hier ist zwar Ende, aber Shop müssen wir noch besuchen. Itemraum kriege ich dann sowieso noch. Okay, Itemraum haben wir. Dann gehen wir da trotzdem natürlich rein. Klar. Brauchen wir nicht drüber reden. Scheiße. Sehr gut. Nee, ich hab keinen Bock auf diese Spielerei. Epic, what the fuck? Willst du mich foppen? Ich hab Fragen. Was macht das mit meinem Tränenkreis? Ah, es ist Dr. Fetus, okay. Okay, ich schmeiß also Bomben. Ich hab's verwechselt. Sorry, mein Fehler. Ich dachte zwar, war Dings Fetus, Epic Fetus. War's aber gar nicht. Trotzdem muss ich damit jetzt alles sprengen. Für Fall Space und so Shit, ne? Ist klar. So, und jetzt gucken wir mal, ob hier vielleicht ein Schalter... Ich wusste es doch! Ah. Auch ungute Schalter gibt es. Aber das war das, was mir gedacht habe, ne? Das war genau das, was ich mir gedacht und gehofft habe. Yo, Speed up! Das war ein bisschen dumm fast. Aber an die Karten komme ich jetzt trotzdem nicht ran, ne? Nee. Aber an vielleicht den Geheimraum hier unten. Yes. Okay, wenn genug... naja, wobei. Eigentlich ist Quatsch. Ich lasse es mal noch so. Und wir können es jederzeit sprengen, wenn wir Bock haben. So, ich gehe noch kurz den Weg zurück, den wir schon kennen, um die Sachen zu sprengen, die wir noch schon gesehen haben. War da überhaupt was zum Sprengen? Ja, theoretisch. Aber ich glaube, da kann kein Crawlspace auftauchen bei den 2 Kollegen da. Geht ja eh nicht mehr um Dings. Ich kann eigentlich hier einfach reingehen, ne? Ja, war nicht denn der Scheiß. Ja, gut. War useless. War dumm. Ich hab's trotzdem gemacht. Nice. Das hat einfach komplett zerstört. Sehr gut. Da noch Feuer. Da ist auch noch doofes Feuer.
mit dir. Und weg mit dir. Okay. Ich bin gespannt, wie die Bomben für den Rückweg... Ach, fuck my life. Ich bin gespannt, wie die Bomben für den Rückweg Sinn ergeben. Oder halt nicht Sinn... mein Gott! Oder halt nicht Sinn ergeben. Telepilz. Das lassen wir mal schön sein. Eigentlich suchen wir ja nur den Shop noch, ne? Wollte ich nur mal kurz betont haben. Jo, hat der einfach die Bombe zurückgekickt, oder was? Bist du des Wahnsinns, Kollege! Ach, immer nur wenn ich schieße, sind die aktiv. Das ist ja interessant. Jo, die hauen einfach die Bombe weg. Okay, aber zum Gegner hin. Also, solange ich die Bombe gedrückt... Okay, das ist sehr interessant, wie die funktionieren. Ist aber gut zu wissen. Jo, wie kriege ich den denn jetzt klein, wenn der die Bombe weghaut? Ja, nice. Indem er sie gegen seinen Kollegen pfeffert. Okay. An die Dinger komme ich überhaupt nicht ran, dann brauche ich die auch gar nicht anzufangen zu sprengen. Hier ist Schluss, das ist schon mal nicht so gut. Aber die sind jetzt kein Problem, die Gegner hier. Alles klar. Dass der sowas kann, wusste ich allerdings nicht. Jetzt weiß ich's. So, haben wir hier was Schönes? Yes. Das ist allerdings nicht so schön. Wobei, in Anbetracht, dass wir ja noch zum Shop wollen, ist es dann doch wieder schön. Ne? Ich muss jetzt dran denken, alles zu sprengen. Ich kann jetzt alles sprengen. Ich bin komplett free. Ich bin ein freier Mensch. Oha! Zum Schluss holen. Ganz zum Schluss holen. Ganz zum Schluss holen. Am Ende sind mir dann rote Herzen doch am Ende wichtiger, als so der Dings zu werden. Bevor das schief läuft hier, ne? Wisst ihr Bescheid. Dieser scheiß Shop, wo ist denn der jetzt? Ah, Mist. Oh Junge, das ist kein guter Raum für mich. Das ist gar kein guter Raum für mich. Mich rausspringen sollen. Das fällt mir aber jetzt erst ein. Das ist das, was ich hasse, dass mir solche Sachen zum Schluss einfallen. Shit. Scheibenkleister. Danke fürs Zuschauen. Ach Mist. Wie konnte ich das denn jetzt wieder versauen am Ende? Weil ich den Shop gesucht habe, ey. Kann nicht wahr sein. Naja. Und tschüss. So, hallo, das war letztes Mal nix. Ich hätte es bei den 16 Minuten lassen sollen. Ich glaube, so nenne ich den Part auch einfach. Wir machen einfach weiter. Ich habe letztes Mal schon erklärt, wie man Eve spielt. Wir spielen Eve genauso. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Das Problem ist, ich bin jetzt halt immer noch salty. Und das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und keine guten Voraussetzungen. Absolut keine guten Voraussetzungen. Diese Saltiness
ist Gift. Salz ist Gift. Weil, nur weil ich diesen scheiß Shop meint. Ach Mann, ey, es ist. Aber. An sich wäre ich ja wirklich mit den Bomben überall gut durchgekommen, aber dann war das halt dieser Raum, wo auch noch so viel, also wo die halt immer mehr werden. Was soll ich, was soll man da tun? Ich hätte mich halt wirklich einfach raussprengen müssen. Das, da hätte ich halt, ich glaube, das wäre die einzige Rettung gewesen, aber so, das sind ja immer mehr geworden. Und du kommst halt nicht schnell genug hinterher, die abzuschießen. Weil du die nicht schießen kannst, du hast ja nur die Bombe. Ist echt ungünstig gewesen. Muss man einfach mal an der Stelle so sagen. Ist einfach scheiße ungünstig gewesen. So. Ziel. Die Herzen genauso lassen, wie sie sind und immer mehr blaue Herzen und schwarze Herzen genau. Wird bestimmt super funktionieren. Wird bestimmt super funktionieren. Und vielleicht mal eher ein Planetarium bekommen, dass man auch eher wieder Itemräume mitnehmen kann. Ich würde ja lachen, wenn die Theorie, wie ich denke, dass man Eve spielt, überhaupt nicht so die Kanon-Theorie ist, wie man Eve spielen sollte. Aber ich glaube schon, dass man Eve so spielen sollte. I don't know. Aber wie gesagt, wichtige Voraussetzung dafür ist halt, dass man auf jeden Fall ganz dringend, oh mein goodness, die blauen Herzen, also mehr Soul Hearts hat. Viel mehr. Und die roten Herzen so lässt, oder dann zumindest die roten Herzen für Devil Deals nutzt, ja moin. So viel dazu. Haben wir irgendwo ein halbes? Nee, haben wir nicht. Ja, dann lassen wir das mal so liegen hier. So, 20% Chance auf Planetarium. Oh, okay. Okay, wir brauchen unbedingt eine Bombe. Hier ist ein blauer Stein. Der ist ganz wichtig für mein Fortkommen. Für mein Fortschreiten ist der blaue Stein sehr wichtig. Da ist meine Bombe. Da ist mein Herz. Dann können wir im nächsten Gegnerraum wieder uns verwandeln. Aber erstmal den blauen Stein auslösen. Vielleicht mit Geheimraum. Okay. Weil wenn ich das in einem Nebenraum mache, dann nützt mir der, dann ist der Vogel, wird er ganz umsonst ausgelöst. Ne, dann sollte man ja auch den Vogel mitnehmen. Two of Spades, gut. Die werden wir eine Zeit lang erstmal behalten. Also so schnell werden wir wahrscheinlich keinen Schlüssel explizit nutzen, außer vielleicht mal für einen Shop. Aber im Moment sehe ich jetzt shoptechnisch auch noch nicht so die riesige Notwendigkeit. Stopp! Ich will nur das, nicht das Fass treffen, nur den Verkaufen, dass das weggeht. Wobei, ich glaube, ich kann es jetzt schon rausschieben, ne? Lieber zur Karte. Solange wir kein PhD haben, gehst du schön zur Karte. In Kombination mit der Wand, um vielleicht den Itemraum freizulegen. Den Geheimraum meine ich natürlich. So nämlich. Okay. Ein Satz mit X. Das war nix. Aber das war was. Und was das war. Ach, siehst du, ich hätte erst die Tour aufs... Siehst du, da... Ach, ich das immer vergesse.
Aber eigentlich will ich sie erst einsetzen, wenn ich mehr Schlüssel habe, ne? Und so einzelne Schlüssel mal nutzen, das ist für mich eigentlich noch kein so wirkliches, hey. Oha, jetzt wird's interessant. Jetzt sollte ich es aber wirklich einsetzen, weil jetzt nutze ich gleich zwei Schlüssel. Dann habe ich zwar nur 6 Schlüssel. Naja, ist ärgerlich. Ich hätte 8 Schlüssel haben können. Naja. Wir gehen mal noch den Rest ab, bevor wir hier oben durch die Tür gehen. Aber durch die Tür gehen wir auf jeden Fall. Oha. Jetzt ist auch der Shop. Na, wobei mit 10... Oh, habe ich gar nicht gesehen. Mit 10 Münzen vielleicht noch nicht unbedingt. Oh, ich hatte so Bedenken. Sheesh. Ich hab gehofft, ich nehme den Stein mit und ich hab gehofft, ich krieg einen Call Space. Was haben wir denn hier Hübsches? Ja, ist das die? Ist sie das? Nein, schade. Ich verwechsel die immer wieder. Ich will die Psyfly haben, aber ist okay. Ist okay. Obsessed Fan ist das. Ach Mann, ich denke immer, das ist die Psyfly, wenn ich die sehe. Jedes Mal denke ich das. Wird schon öfter passiert. Scheiße. Ah Mann, jetzt habe ich mich gefreut. Jetzt war es die nicht. Ärgerlich. So, aber jetzt nützt es uns dann doch, dass wir es noch nicht eingesetzt haben, Tour of Spades. Jetzt nützt es uns doch noch ein bisschen mehr. Ich hätte es noch effizienter machen können, ich weiß. Aber so ist es zumindest ein bisschen effizienter, als wenn ich es oben schon eingesetzt hätte. Na, das passt so. Würde ich jetzt mal sagen. Ich würde auch den Shop noch gar nicht betreten. Wir setzen erstmal hier oben die Schlüssel ein. Und wenn da... Es ist so frech einfach. Ich wollte gerade sagen, und wenn hier genug Münzen zustande kommen, dann ist natürlich auch ein Shopbesuch drin. Und da haben wir doch direkt schon mal ein Trinket. Aber das Trinket klingt sehr interessant. Das würde ich erstmal mitnehmen. No More Spikes klingt sehr interessant. So. Sollen wir den auch noch? Ja, komm, den Beutel nehmen wir auch noch. Der Beutel ist meistens 2 Items für einen. Das passt schon. Also der Beutel ist schon meist attraktiv. Gut, Abflug. Kein Planetarium auf der Ebene, ist aber in Ordnung. Wir sind erst bei 20%. Oder habe ich irgendeinen Raum ausgelassen? Ach, siehste. Da oben ist noch was. Zwar kein Planetarium, aber da ist noch ein Raum zum Betreten. Yikes. Sehr schön. Hat sich doch schon mal gelohnt. Sehr gut. Was ist denn für ein Raum? Habe ich gar nicht realisiert. Was ist das denn für ein interessanter Raum? Einfach mal 2 Herzen. 2 schwarze. Aber so genau so muss es sein. Und jetzt kann ich nämlich immer schön einmal das Blade einsetzen und bin direkt verwandelt und habe ansonsten aber relativ viele Herzen als Schutz. Genauso habe ich mir das eigentlich vorgestellt vorhin, als ich das immer gesagt habe. Na, genauso habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Was haben wir denn hier eigentlich Hübsches? Okay, es war jetzt nicht so hübsch. Aber es ist in Ordnung. Wir haben ja wieder hier, ne? Also da haben wir ja genug. So, Satan Deal ist damit 100%ig clear. Aber wir hoffen natürlich auf Angel Deals. Ganz klare Geschichte. Und mehr Damage Up. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Weiter im Programm. Sehr schön. Bisher gut. Nein,
Uninteressant. Weiter. Ja gut. Ja, es ist schon hier. Es ist hier, es ist hier, es ist hier. Wir können ab jetzt Itemräume schon wiederholen. Das ist so gut. So, was haben wir denn hier Hübsches? Venus, HP up plus you feel pretty. Okay. Dann lesen wir doch mal, was es macht, weil ich glaube nicht, dass ich es von selbst rausfinde. You feel pretty. HP up habe ich gesehen, ne? Es kamen zwei Herzen dazu. Also ein Herz kam dazu. Die Venus. Die Venus. Wo bist du, Venus? Da bist du. Ach so, Charm-Effekt. Charm-Effekt geht noch los. Okay, alles klar. Gegner in meiner Nähe bekommen den Charm-Effekt zu spüren oder sowas. Ah ja, hier, nearby Enemies. Gut, gut, gut. Ja, tatsächlich. Gegner in meiner Nähe bekommen automatisch... Also, sobald die in meiner Nähe sind, kriegen die den Charm-Effekt drauf. Das ist ja sick. Das sind hier mal mit einer Wahrscheinlichkeit. Die kriegen einfach den Charm-Effekt. Yo, alles klar. Und da haben wir dann unser Trinket, was wir liegen lassen in der Ebene. Das mache ich jetzt gleich. Es geht... Ach so. Nee, wir haben den Itemraum noch nicht. Ich würde sagen, das lasse ich im Itemraum liegen. Da ist er. Perfekt. Alles da. Alles auf einem Haufen. Wo wir es brauchen. So wie wir es brauchen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Was haben wir hier Hübsches jetzt? Den Stump. Aber der ist, genau, das ist ein Dings-Item, ne? Der macht mich, glaube ich, unverwundbar. Aber das war's dann auch. Ja, dich wollte ich ablegen. Dich wollte ich genau hier ablegen. Dann wissen wir schon mal. Wobei, besser wäre es im Bossraum, ne? Ich lege es jetzt kurz hier ab. Aber ich bring's dann in den Boss. Ach, wisst ihr was? Ah, shit. Nice Geschichte. So, jetzt legen wir es hier ab. Und hier bleibt es dann liegen. Weil dann muss ich den Itemraum gar nicht erst suchen nachher. Das ist das Ding. Yo, das ist der Dings, ne? Ja, das ist nicht so cool. Das nehmen wir nicht mit. Das nehmen wir nicht mit. Das sammeln wir kurz ein, aber wir nehmen es nicht mit. Wir setzen kurz zwei Bomben in der Hoffnung, dass ich jeweils alle drei Feuer mitnehme. Eine hat schon mal gepasst. Leider war nichts dabei, Brauchbares. Die Bombe hier aber auch. Ach komm, das ist ärgerlich. Was soll's. Okay. Dann gehen wir noch kurz in den Shop rein. Ich habe ein Déjà-vu, was wir gehen kurz in den Shop rein angeht. Aber diesmal schieße ich normal. Es gibt jetzt eigentlich keinen Raum, der mich beenden kann. Das war ja wirklich nur die Kombination aus den Gegnern, die sie vervielfältigt haben und die scheiß Bomben. Ansonsten ist es ja an sich eine coole Geschichte, aber... Ah. Und formal, ich dachte, als ich das Fetus-Item gesehen habe, ich dachte, das ist Epic Fetus. Aber der hatte keinen Hut auf, ne? Das war der normale Fetus. Da habe ich nicht so drauf geachtet. Ich dachte, es wäre der Airstrike. Der Airstrike war es leider nicht. Aber der Charming-Effekt ist echt interessant. Dass das einfach so... Die kommen in meine Nähe und ist Charming-Effekt. Einfach, ja, ich wollte jetzt einen Charakter aus One Piece sagen, aber das... Bevor ich jemanden spoilere, lasse ich es einfach. Ist zwar ein Charakter, der schon sehr lange bekannt ist, aber... Es muss ja nicht sein. Es muss ja nicht sein. Ich wollte sagen, ist halt Charakter aus One Piece in Isaac, aber, ne? Wie gesagt, muss nicht sein. Ach,
Das bedeutet No Spikes, selbst die Dinger sind... Deswegen kam ich vorhin einfach in den Raum rein, das wäre ein Stachelraum gewesen. Oh mein Gott, das ist das Beste. Oh mein Gott, das ist das Beste. Das ist fantastisch. Ja, dann nehme ich auch einen Lockdown hin. Diese Spikes sind weg. Ich dachte so Spikes im Boden vielleicht. Also vielleicht die ja auch noch. Aber vor allem sind diese Spikes weg. Yo, das ist ja insane. Und dann habe ich da auch noch gleich einen Damage-Up mitgenommen. Oh mein Gott. Das ist ja fantastisch. Jetzt raff ich das. Ich habe mich vorhin gefragt, was ist das für ein Raum? Sind einfach zwei schwarze Herzen drin. Das war normalerweise ein Stachelraum. Ja, moin. So ein Ding ist das. Okay, Trinket liegt. Wir gehen sowieso in... Okay. Ich wollte gerade sagen, wir gehen sowieso in Itemräume. Und da ist schon der nächste Stachelraum, den ich einfach betrete. Ey, das ist das Beste. Das ist auch cool, weil er hier ist. Nice. Wenn wir genug Geld zusammenbekommen, gehe ich nochmal zurück. Ansonsten lassen wir das so, wie es ist. Aha. Ich habe gehört, du möchtest explodieren vor Freude. Finde ich gut. Hast du gut gemacht. So, wenn ich irgendeinen guten Ort finde, setze ich ihn einmal ein. Hier zum Beispiel. Aber wenn wir es hier hinkriegen, würde ich eher die Dinger da explodieren lassen. Ja, perfekt. Jetzt kriegen wir doch hier oben eine Explosion hin. Kommt jemand hier hoch? Ja, du kommst hier hoch. Perfekt. Bumm. Optimalo. So muss das. Sich wieder alle. Wieso sammelst du das ein? Du willst doch nicht die Eierzen haben. Ja, ich habe da eine Idee. Lass den Onkel mal machen. Der Onkel weiß, was er tut. Nicht immer, aber gerade schon. Der Onkel weiß, was er tut. War hier nicht auch ein Herzbettler? Yes. Dann kriegst du nämlich schön meine zwei, meine roten Herzen immer. Und dann machen wir auch noch was Gutes dabei. Da war nichts, ne? Ne, da war kein gutes Herz. Okay. Dann haben wir hier soweit alles gesehen. Oh, moin. In Schüsse reinrennen kann ich am besten. Leider. Itemraum. Toxic Blood. Nicht das schönste Item. Aber man... Oi. Ich versuche das jetzt so zu machen, dass ich die... wegkriege, ohne dass die mich ärgern. Treffen die mich so eigentlich? Jo! Yes. Versuch's gar nicht erst, Kollege. Sehr schön. So. So. Gut. Dich. Und dich. Ach, das war Blödsinn.
Ich hab's schon wieder verwechselt. Ich hab's zum zweiten Mal jetzt verwechselt. Aber scheiß drauf. Jetzt haben wir es einmal kurz gekauft. Ja, war dumm. Sorry. Kommt nicht wieder vor. Würde ich gerne sagen. Aber gut, einmal ein paar Münzen in den Sand gesetzt. Kann man machen. Dafür läuft der Rest ja echt in Ordnung. Ne, muss man mal zugeben. So, Kollege hier oben kriegt wieder zweimal Herzen zu futtern. Ich hoffe, er freut sich. Eins. Zwei. Yes! Das ist ja unfassbar. Wir fliegen. Wir fliegen, Leute. Wir fliegen. Habe ich schon erwähnt, dass wir fliegen? Nice. Damn nice. Yo, der One ist so anders als die, die wir vorher hatten. Ey, wenn ich den versaue, dann werde ich richtig sauer. Den darf ich jetzt nicht mehr versauen. Nein. Okay. Wir haben noch einen Raum, wir haben noch einen Raum, wir haben noch einen Raum. So viel Zeit muss sein. So, okay, von hier aus würde es gehen, von hier aus würde es gehen, von hier aus würde es gehen. Ein Versuch, ein Treffer. Ja, eine Bombe für drei Münzen. Nicht der beste Deal. Moin. Oha, Vorsicht vor den Fässern. Die machen wir gleich mal weg. Sehr schön. Und dann läuft der Rest hier klar. Tschüss. Devs 1. Curse of the Maze. Dank Devs. Okay. Wir können uns also direkt zum Boss porten, wenn wir Pech haben. Wobei es jetzt hier nicht schlimm wäre. So, da ist der Stachelraum. Da ist nichts Spannendes. Wichtig ist, eine Bombe zu behalten für Dank Devs 2. Aua. Ihr wisst warum. Ach, das sind nur Lichthaufen, ne? Ja, okay. Ja. Da gehen wir doch mal durch. Da gehen wir durch, da sind wir dabei. Vor allem, jetzt liegen hier ein paar Herzen rum. Das heißt, wenn wir getroffen werden, können wir uns hier wiederholen. Sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. Es ist gar nicht so sehr dem Planetarium zu verdanken, dass es so gut läuft. Es ist eigentlich wirklich das Trinket, was ich habe. Ne? Mit der Fähigkeit,
einfach die Dings zu besuchen. Einfach die Stachelräume so kostenfrei zu besuchen. Das ist eigentlich der große Vorteil gerade in diesem One. Weil da haben wir so viel Damage-Ups bekommen. Das ist echt nice. Der Damage ist insane. Vor allem als Kombination. Eben mit der Verwandlung. Und jetzt sehen wir auch noch Leviathan, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Wir sind ja gerade so alles einfach. Weil wir halt so viele Satan-Deal-Items gesammelt haben. Und die gar nicht mal aus dem Deal kamen. Es ist so gut. Ich möchte diesen Run heiraten. Und die anderen zwei habe ich schon die Scheidung eingereicht. Was bist du denn? Double Moon. Weiß ich nicht, was das macht. Was ich nicht. Okay. Gently Fly. Nicht das beste Item, aber ist okay. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Wäre jetzt wahrscheinlich was, was ich mit einem D6 oder so rerollt hätte. Aber es gibt Schlimmeres. Ah, shit, das halbe Herz wollte ich nicht. Haben wir noch woanders ein halbes Herz? Jo. Dann hole ich mir das schnell wieder. Einmal fix halbes Herz holen. So. Waren wir schon Shop? Nein, dann kommt das alles. Dann kommt das alles noch auf dem Weg. Perfekt. Dann ist es genau nur dieser Weg, der noch übrig ist. Ja, fantastico. Dann kommt jetzt alles hier automatisch. Dann kommt jetzt alles automatisch auf uns zu. So muss das sein. Da ist der Shop. Da ist eine Truhe, da ist ein goldenes Herz. Da gibt es coole Items. Das nehmen wir mit, falls wir es irgendwann mal brauchen sollten. Im Moment brauchen wir es nicht, aber wer weiß ja nie. So, wenn wir das Geld schon haben, dann kaufen wir auch ordentlich ein. Okay. Da ist der Boss. Sehr gut. Dann würde ich jetzt sagen... Ah, hier unten haben wir noch einen Raum. Den nehmen wir noch mit. Achso, ich schieße... Ja, ich kann zwar fliegen, aber ich habe keine Spektraltränen. Da muss ich dran denken. Das ist natürlich ein interessanter Punkt. Dass ich nicht einfach durch alles durchschießen kann. Das muss ich bedenken. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir probieren mal, ob hier der Geheimraum ist. So, jetzt ist die Frage, HP ab ja oder nein? Ich bin ja der Meinung, nein. Aber ich weiß halt nicht, wie gut wir die anderen aufladen können nachher, ne? Weil ich würde eigentlich bei Eve echt so wenig HP-Ups wie möglich nehmen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber es kommt mir richtig vor. Schwierig. Ist wirklich schwierig. So. Ich hole mir ganz kurz die Viecher. Da. Zack, dass es voll ist. Und dann gehen wir zum Boss. Nö, dann haben wir es schon wieder. Dann haben wir es doch schon wieder. Achso, geheim... Sorry, so viel Zeit muss sein. Es kann es halt wirklich wert sein und dann wäre es echt schade, wenn man was verpasst. Also, von hier aus wird es gehen. Von hier aus wird es nicht gehen.
Von hier aus würde es gehen. Von hier aus würde es gehen. Von hier aus würde es gehen. Auch hier sind die Stacheln raus. Auch hier sind die Stacheln raus. Sehr nice. Die hat's, seht ihr das? Die hat so ein Blutding unten dran, aber die kann sich nicht verwandeln, weil wir den Stacheleffekt raus haben. Also es werden einfach überall Stacheln entfernt. Das ist so ein geniales Trinket. Das ist so ein geniales Trinket. Das wäre jetzt diesmal, ich hätte diesmal gemerkt, dass es eine falsche Truhe ist. Ich hätte es diesmal gemerkt, dass die Truhe Imposter ist. Ich hätte es diesmal gemerkt. Und die Truhe hat nicht mal die Chance, es mir zu zeigen. Sehr nice. Feier ich. Nette Kombination mit dem Gold am Anfang, mit dem Goldeffekt am Anfang. Sehr nette Kombination. Auch das feiere ich ein bisschen. So, jetzt gucken wir mal, was hier. Aber eigentlich dürfte. Ne, es könnte eine Truhe sein. Ja, okay. So ist leider useless. Nee, ist überhaupt nicht useless. Die bleiben ja liegen. Für den Rückweg bleiben die ja liegen. Dann können wir die nutzen. Das ist super gut, dass die hier liegen. Ich hoffe, wir nützen das später was. So, jetzt bitte kein Curse of the Maze, sondern normale Ebene, dass ich erst die Fool-Karte finde. Bitte kein Curse of the Maze, sonst habe ich ein Problem. Okay. So klingt es doch schon mal gut. So klingt es doch schon mal gut. Dann ist hier schon mal das hier. Dann können wir da schon mal uns bedienen. So weit, so gut. Selbst die Stacheln sind weg. Also wirklich alle Stacheln. Das ist das stärkste Trinket, was ich jemals hatte. Ist das geil. Ist das geil. Ah, das ist, nö. Kannst du behalten. Jetzt traue ich mich übrigens nicht. Nee, ich setze jetzt keine Pillen ein, die ich nicht kenne. Nicht, dass es eine Telepille ist. Und ich einfach zum Boss geportet werde. Das wäre insane schlecht. Das wollen wir nicht. Wir wollen erst den Totenkopf finden. Dann ist alles cool. Och, jetzt ist das schon wieder in die Arcade. Nee, Mann, ich will nicht in die Arcade. Geh weg. Aber es wäre halt schon sinnvoll, noch zwei Pretty Flies zu generieren. Aber erst Shop. Ach, komm. Der hat mir einfach ein ganzes Herz gekostet, der Kunde. So, was haben wir hier drin? Ja, das Übliche. Okay, später vielleicht. Das Ding ist jetzt, Puberty dreimal einsetzen gibt dir auch Adult und ein HP ab. Ich will ja eigentlich keine HP-Ups. Also eigentlich will ich es nicht. Ich bin wirklich gespannt, ob ihr sagt, das ist eine gute Strategie oder ob ihr sagt, jetzt ist mal, machst du wieder Quatsch, Colin. Aber ich meine, es ist für Eve gut, wenn er nicht viele Herzcontainer hat. Sofern man sie halt mit blauen Herzen auffüllen kann. Ne? Sonst natürlich nicht. Sonst ist es blöd. Wenn alle blauen Herzen weg sind, dann kann ich sie auch nicht mehr auffüllen. Das ist das Problem. Das ist das große, große Problem. Dass das natürlich alles einbricht. Mit Dings. Hier sind so viele Pillen, die ich nicht kenne. Ich kann keine einzige davon einsetzen, weil wenn ich geportet werde, war es das. Also wenn ich falsch geportet werde. So, da haben wir schon mal Shop und Itemraum. Sehr gut beides. Beides auf einen Schlag. Kann man sehr gut mitnehmen. Da kriegen wir PhD, dann hat sich das mit den Pillen eh erledigt. Das nehme ich auch mit. Gibt auf jeden Fall 5 Bomben plus. Und sie haben nochmal einen Zusatzeffekt bekommen, die Bomben.
So, mein Trinket möchte ich bitte nicht melden. Quatsch, natürlich will ich mein Trinket melden. Ich will den Effekt ja dauerhaft haben. Nuklor melden wir das. Dann kann ich noch anderes Trinket mitnehmen. Nuklor melden wir das. Hier, zack. So. Bin ja dumm. Bin ja richtig dumm. Hätte ich jetzt fast verpeilt, das einfach zu melden, ne? So, auf die Totenköpfe gucken. Bisher sehe ich keinen passenden. Okay. Bisher sehe ich wirklich keinen passenden. Da ist er. Found ya. Found ya. Komm zu Papa. Auch nice. Auch nice. So, jetzt Boss. Boss suchen und dann ab dafür. Ja, können wir machen, weil dann kann ich es ja nochmal einsetzen. Können wir alles machen. So. Hopp, 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 hopp. Ich bin übelst aufgeregt, wie gut dieser... Also, ob dieser One gut laufen wird. Ich bin übelst aufgeregt, ich sag's euch. Scheiße. Ich muss halt natürlich übelst aufpassen auf dem Rückweg. Muss ich übelst aufpassen, dass mir, dass mir die Herzen nicht weggeklaut werden so schnell, ne? Weil da muss ich echt aufpassen, weil ich kann die halt nicht auffüllen. Das ist das Ding. Ich kann die blauen und schwarzen Herzen halt nicht auffüllen. Also ich muss da enorm aufpassen, ordentlich durchzukommen. Das ist das einzige Problem noch. Ups. Ist es nur Mom? Also nur der Fuß? Ja, stimmt, es ist nur der Fuß, ist die rote Mom. Ah, nee, so viel dazu. Welches ist denn die Mom, die nur Fuß ist? Ach, ich habe keine Ahnung. Es ist die einfach. Ah, es ist die schnelle Mom. Ah, und sie hat keine Gegner. Aber die Türen funktionieren. Ja, es kommen keine Gegner. That's the thing. Und da ist auch noch ein Engelraum aufgetaucht. Was will ich denn mehr? Gib mir... So, oh ja! Das brauchen wir. Soul Generator brauchen wir. Dann kriegen wir möglicherweise mehr blaue Herzen zusammen. Das brauchen wir sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, ich nehme hier keine Pillen, wie gesagt, mit. Ich habe da echt Bammel vor. Dass die Pillen Blödsinn machen. Gut, eine kann ich ja mitnehmen. Eine kann ich ja mitnehmen. Wie gesagt, ich weiß eh bei keiner, was sie macht. 13 Münzen Arcade. Nee. Nee. Lass mal sein. Haben wir sonst irgendwas hier noch zu gucken? Ganz ehrlich. Nee. Abflug. Ich hab keinen. Ich will weiter. Ich will weiter. Ich will sowas von weiter. Ihr glaubt's gar nicht, wie sehr ich weiter will. Es ist wieder Gehenna 2, was mich vorhin komplett beendet hat. Aber ihr habt gesehen, woran es lag. Insofern, das wird nicht nochmal passieren. Diese Situation werden wir nicht nochmal in dieser Form haben. Und ihr seht, der Effekt bleibt. Ne? Ich habe das Trinket gemeldet. Ich kann jetzt noch ein Trinket tragen. Und der andere Effekt ist dauerhaft in mir drin. Das heißt, den kompletten One über. Nice. Nice. Das heißt, den kompletten One über kann ich jetzt, hier, weißt du schon. Machen die Stacheln nichts mehr aus. Das wollte ich sagen. Das ist super, super praktisch.
Ach, ich habe den nicht gesehen. Ich habe den nicht realisiert. Ich habe das nicht richtig gesehen, was das für ein Viech ist. Ups. Hä? Ich habe was freigeschaltet. Der Run ist nicht umsonst. Ich habe was freigeschaltet. Ja, moin. Mystery Egg. Was ist das? So, lass eine Plattform über ein Portal fahren oder was? Keine Ahnung. Seht ihr, wie schnell wir Herzen verlieren? Das ist, was ich meinte. Da muss ich aufpassen, dass das sich nicht häuft. Ich guck ganz kurz nach, was dieses Spray macht. Ich habe schon mit... Es ist ein ganz altes Item, das gibt schon seit Ewigkeiten. Aber es ist ein Item, was ich mir nicht merken kann. I'm sorry. Mom's Perfume, 4 Shot. Isaac's Tears have a 50% of causing a 4. Ist das alles? Das ist alles. Och, ganz ehrlich, dann würde ich einmal das Fragezeichen-Item probieren. Was kann schon schief gehen? Ja, okay. Hätte ich auch 4 Shot nehmen können. Dann hätte ich auch 4 Shot mitnehmen können. Was soll's. So, wenn die jetzt gegen die Wand rennen, wie weit geht sie? Okay, der Effekt hat eine gewisse Reichweite. Das ist schon mal gut zu wissen. Da muss ich mich nicht stressen. Dann muss ich mich da nicht stressen. Und mein Herz, mein Kreuz generiert Herzen. Da geht's weiter. Hallo? So, meine Bombe. Meine Bombe. Nice. Oh mein Goodness. Wo bin ich hier gelandet? Das sind immer so Räume, wenn man da reinläuft, denkt man erstmal, what the hell is going on? Aber es ist alles in Ordnung. Nein, die nehmen wir nicht mit. Two of Diamonds. Guck mal, hier wäre wieder so eine Stacheltruhe. Aber nicht mit mir. Ich hab dich durchschaut, Stacheltruhe. Ich hab dich einfach durchschaut. So. Ich bin ganz ehrlich, ich gehe nochmal für Shop. Ich gehe wieder für Shop, aber diesmal kommen wir ja gut durch. Diesmal gibt's ja nichts, was uns aufhält. Da ist er auch schon. Seht ihr, alles gut gegangen. Wir nehmen nicht mal Schaden in dem Raum. Alles gut gegangen. Ihr könnt wieder chillen. Ist alles gut gegangen. Nichts passiert. Ah. Ja, gut. Ja, gut. Ich lasse dir deinen Spaß, Kollege. Ich lasse dir deinen Spaß. Du darfst noch mal ein bisschen hier rumwuseln. Ist allerdings ärgerlich, weil dann kann ich nichts mehr kaufen. Na gut. Haben wir das Geld halt vielleicht noch für was anderes später. Vielleicht begegnen wir noch mal einem Bettler. Wobei der ja eher HP-Abstand droppt, die ich eigentlich gar nicht haben möchte. Wir haben so viele Bomben, kaum was soll's. Wir haben vor allem noch einen anderen Geheimraum zu suchen. Das könnte man ja auch noch machen. Ach komm, ein blaues Herz. Hier ist vielleicht nicht so geil, eine Bombe zu setzen. Lieber dann von unten. Lieber so. Treffer versenkt. Okay, noch mehr Geld. Sehr schön. Will ich jetzt den Rest noch ablaufen? Ja, komm, es ist... eigentlich dürfte es nicht viel kosten. Wir werden es gleich sehen, ob es das wert war oder nicht. Ich sage jetzt mal spontan, es kostet nicht viel. Ich bin meiner Meinung nach genug ausgerüstet, dass ich es mir leisten kann. Oh, guck mal, was wir hier haben. Was ist, wenn ich jetzt mein Zeug opfere, dann müsste doch dieses Herz sich nach hinten zumindest drängen. Hoffe ich mal.
Also ich opfer es natürlich erst in dem nächsten Kampfraum. Aber... ja, es drängt sich nach hinten. Perfekt. Dann habe ich nämlich den Effekt weiterhin von dem Herz. Also von dem, ne? Von dem... dass da eine Fliege halt generiert wird. Den Effekt meine ich. Okay, und ihr noch. Und dann haben wir die Ebene komplett abgefrühstückt. Sehr schön. Passt. Abflug. Ich bin zufrieden. Ein blaues Herz wäre noch cool, aber ist in Ordnung so. Wir haben ja sogar auf dem Weg... wir haben ja sogar auf dem Weg blaue Herzen noch liegen. Wenn ich nicht getroffen werde, kriege ich die ja. Und ich habe noch ein Item dabei, was mir blaue Herzen generiert. Also, so gesehen, sage ich mal, haben wir recht gute Voraussetzungen. Und ich habe ein Twinket unterwegs liegen lassen. Mal gucken, wie es läuft. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Weg, 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 weg. Alles weg hier. Ach, das sind meine. Chillig. Die Bombe ist weniger chillig gewesen. Da ist nichts drin, ne? Ach so, der Kollege ist da drin. Ja, nee. Wir wollen das Ding weiter behalten, sonst kann ich mich ja nicht in Dings verwandeln. Okay, weiter im Programm. Ich meine, ich habe das Twinket liegen lassen auf in einem Bossraum. Habe ich extra gemacht, ne? Ich bin extra noch in den Bossraum gegangen und habe da das Viech hingelegt. Also da müsste ein, genau, aber es ist genau ein Twinket. Also ich muss, oh boy. Also ich muss echt böse aufpassen. Ich muss echt böse aufpassen. Dass ich... oh, zum Glück haben die gecharmt. Ich muss echt böse aufpassen. Dass ich das nicht verpasse. So ein Ding ist das. Das müsste in einem Bossraum sein. Und zwar bei Caves. In irgendeinem Caves-Ding. Da ist jetzt nämlich die Sache mit den blauen Herzen, wo ich gemeint habe, ist gut, wenn die liegen bleiben. Solange ich mich jetzt hier nicht durchsprenge, komme ich ja auch noch zu einem blauen Herz wieder zurück. Leave, leave. Haben wir noch nie gehört, den Spruch. Okay, perfekt. So, jetzt müsste... in der nächsten Ebene müsste es kommen. In der nächsten Ebene müsste der Crack Key kommen. Sonst habe ich irgendwas versaut. Wenn jetzt kein Crack Key kommt, habe ich irgendwas grundsätzlich versaut. Wir schauen mal zur Sicherheit hier in den Itemraum rein. Aber ich meine nicht, dass es im Itemraum drin ist. Ich meine, ich habe es in die Boss-Ebene gelegt. Also in den Bossraum. Wenn jetzt kein Cracked Key kommt, habe ich es versaut. Da ist er. Yes. Okay. Nein, mein Freund. Nicht überall treffen lassen jetzt. Nicht aufgeregt werden. Alles gut. Es ist alles gut. Chill, 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 chill. Okay? Chill einfach. Chillax. Ja, Chilex, Kollege. Es ist alles gut. Du musst nicht hier jetzt noch Quatsch anfangen. Sieh einfach zu, dass du hier schön heile rauskommst. Scheiße. Dummer Treffer. Nee. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass du dich ganz schnell verziehst. Yes! Lichtstrahl. Abflug. Zwei Ebenen noch.
aber die zwei schlimmsten. Okay, guter Raum. Ah, ich wollte gerade sagen, ich muss aufpassen. Dann habe ich schon Scheiße gebaut. Hier auch guter Raum. Was kann schon schief gehen? Ui. So, hier haben wir, glaube ich, sogar noch Items liegen lassen, ne? Auf der Ebene haben wir sogar noch Items liegen lassen. Yes! Haben wir noch den Freeze-Effekt sogar jetzt dabei. Sehr schön. Oh, das ist jetzt eine echt nice Kombination. Freeze plus Charm ist gut. Sehr gut sogar. Sehr schön. Okay, letzte Ebene. An den Itemraum noch denken. Dann ist alles cool. Ich meine, herzenstechnisch hätte ich gerne volle Herzen, aber was nicht ist, muss nicht sein. Na, man kann nicht alles haben. Where are you going? Komm ich da ran? Ah, der Dings macht das, die Fliege macht das. Fliege, do your thing. Machen wir hier einfach ganz fix. So, danke Fliege. Itemraum, nice. Dann gehen wir noch hier in den rein. Nicht treffen lassen, bitte. Bitte nicht treffen lassen. Sehr gut, Vogel cleared. Scheiß Tannenzapfen. Lösch dich. Lösch dich, Tannenzapfen, Drecksvieh. Also, das Problem ist halt, ich sehe mich nicht gegen Dogma ankommen, aber... Ah, das ist Müll. Aber was soll's. Ich sehe mich nicht gegen Dogma ankommen, das ist das Ding. Aber... Okay. Ach, wieso sammle ich das denn jetzt ein? Komplett lost. Macht aber nichts. Wir haben eh 99 Münzen. Jo, jo, jetzt gibt's noch den Kollegen. Jetzt gibt's den Kollegen. Das war ein bisschen zu spät, aber es ist in Ordnung. So, was hast du für mich, Hübsches? Ach so, ja gut, ich wollte gerade sagen, eine Karte wäre cool, aber ich kann halt keine Karte tragen. Außer es wäre jetzt Hierophant oder so dabei. Dann gerne. Jo! Ja, nützt mir alles nichts. Ist okay. Ist okay. Nein! Unbedingt den Crack Key mitnehmen. Ja, okay, gut. Wir sind fast voll. Wir sind fast voll. Das nehme ich so hin. Das ist in Ordnung. Ab nach oben und schauen, was passiert. Wir haben auf jeden Fall schon mal Tainted Eve. Das ist schon mal was. Wir haben auf jeden Fall schon mal Tainted Eve. Jetzt kann ich sogar noch eine Runde schlafen. Hä? Wooden Cross? Ich habe zwei Sachen freigeschaltet. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Ich habe zwei Sachen freigeschaltet. Okay. Ach so, schlafe einmal in einem Bett wahrscheinlich, ne? Konnte ich sonst nie im Bett schlafen, weil ich immer mit vollen roten Herzen hier hoch bin? Ich glaube ja. Ich glaube ja, das ist der Grund. Ja, Bottle of Pills. Wir können es einmal nutzen und einmal regenerieren und gucken, ob vielleicht zufällig was kommt, was wir schon hatten. Aber ich traue mich jetzt nicht, eine Pille einzusetzen. Bin ich ganz ehrlich. Ich gehe jetzt hier kein Risiko mehr ein, was Pillen angeht. Nee, Freunde. Drückt mir die Daumen, dass das gut geht. Ich bin nicht allzu guter Dinge, was den Kampf angeht, ne? Da bin ich ganz ehrlich. Aber immerhin haben wir, Tainted Eve freigeschaltet. Und das ist ja, was wir wollten. Yes! Dritter Unlock in diesem One. Sehr schön. War hier noch was? Oh, ein Herz liegt hier noch rum. Nützt mir aber nichts. Okay. Let go!
wäre halt echt doof, jetzt schon getroffen zu werden. Ich versuche das möglichst zu vermeiden. Den habe ich mittlerweile auch verstanden, diesen Brimstone. Da darf man nicht so schnell hochrennen, sonst wird man erst recht getroffen. Ah, shit! Ah, shit! Wo kam der Treffer jetzt her? Den habe ich jetzt nicht verstanden. Hey, wo? Was sind das für Treffer? Die habe ich hier nicht ganz kapiert, aber es ist in Ordnung. Muss ich hinnehmen. Ja, das kannst du gerne machen. Das darfst du gerne tun. Mach das bitte ganz viel. Aua. Hauptsache, du machst den Scheißkreisel nicht so oft. Ich hasse dich. Shit. Ah, es ist... Ja, das war's. Wie gesagt, Dogma ist leider böse insane. Ja, was soll ich tun? Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Es ist Dogma. Ich komme gegen den Kreisel. Das ist okay. Wir haben ein was freigeschaltet. Das passt. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Was heißt ein was? Wir haben drei was freigeschaltet. Und tschüss.